Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindfaction auf den Server mit uns. Heute weiß ich nicht, was ich machen soll. Es gibt so viel zu tun. Wir können zum einen, können wir an unserem Enchanting-Table weiterbauen. Zum anderen habe ich mir gedacht, könnten wir uns wirklich gegebenenfalls mal nach einer besseren Rüstung umsehen. Und da habe ich mir gedacht, wir bauen uns vielleicht wirklich so eine Extended Diamond Armor. Der Nachteil davon ist halt, dass wir richtig viele Diamanten brauchen. Das heißt, wir müssen irgendwann mal in der Folge richtig hart farmen gehen. Und wir können natürlich auch noch an der Befestigung von unserer Stadt weiterbauen. Aber ich glaube, heute werde ich erstmal ein bisschen da an unserem Enchanting-Table-Räumchen weiter basteln. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal eine bessere Pickaxe. Zumindest ist eine neue Pickaxe, weil die fällt ja echt gleich wortwörtlich auseinander. Dann nehme ich mir jetzt aber irgendeine billige. Ich glaube, ich mache mir einfach eine aus Cobblestone. Ich bin geizig. So. Ne, Moment. Mehr Stickies. Da können wir uns gleich mal ein paar Fackeln noch organisieren. Zack, zack. So, und wir sind ja richtige Sparfüchse mit unserer Stone Pickaxe. Ich könnte mir eigentlich schnell drüben eine machen, in der Smeltery oder mit Tinkers. Deswegen bin ich gerade zu faul, darüber zu laufen. So, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wie hoch wir eigentlich den Raum machen, beziehungsweise wie weit wir das hier noch ausdehnen. Moment. Okay. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen aus... Oh, da ist ja schon Ende im Gelände. Da gucke ich jetzt gerade mal raus. Da können wir eigentlich auch... Wow, fuck! Da können wir auch genauso gut sterben, wenn wir nicht aufpassen. Ich überlege gerade, ob ich da auch wieder ein Fenster reinmache. Ich glaube, ich mache da so ein kleines Fenster rein. Moment, haben wir nicht irgendwie eine Schaufel? Da. Zack. Obwohl, in den Enchanting-Raum passt da ein Fenster gut rein. Ich weiß es nicht. Weil es soll ja irgendwie ein bisschen magisch... Ach, scheiß drauf. Da machen wir jetzt einfach ein Fenster rein. So, und dann machen wir den ganzen Raum noch etwas größer. Oh, ich glaube, da gehen uns direkt jetzt die Stone Slabs aus. Aber wir können jetzt da schnell mal neue machen. So. Dann muss ich schauen, wie ich die Fenster mache. Da unten haben wir das ja immer mit so Urwaldholz gemacht. Moment, da muss ich jetzt gerade mal noch gucken. Ja, genau, da und da. Da müssen wir das auch irgendwie so machen, weil sonst ist das doof. Aber da stehen ja Gott sei Dank genug Bäumchen rum. Moment, was für ein Holz brauchen wir? Wir brauchen da von dem fetten, brauchen wir, glaube ich, das Holz. Mal sehen, ob da irgendwo noch so ein normaler Baum rumsteht. Irgendwer hat da einen Kirschbaum gepflanzt. Gefällt mir. Irgendwie mag ich die Kirschbäume. So. Okay, da können wir jetzt den fetten Baum umhauen. Obwohl, nee. Ach, ich könnte ja hier eigentlich, da wo, Craft Gunner ja inzwischen wieder, sein Restaurant bauen will. Da können wir eigentlich ein bisschen hier was abholzen. Damit wir da unseren Blick auf den schönen See haben. Wie mir gerade einfach kein besseres Wort eingefallen ist. So. Okay. Moment, da könnte ich jetzt... Mache ich da mehr weg? Ja, komm. Wenn wir schon mal da sind. Nehmen wir gleich ein bisschen mehr Holz mit. Holz kann man immer gebrauchen. So. Mit. Wenn schon, denn schon. Verdammt. Jetzt komme ich nicht mehr ganz da oben hin. Nein, verdammt, noch ein. Ach, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie groß ist denn der scheiß Baum? So, jetzt hat. Zack, zack. Oh, ich glaube, es wird gerade dunkel. Oder bilde ich mir das ein? Ah, es wird dunkel. Okay, einen Baum gönnen wir uns noch. Ein Bäumchen geht noch. Und dann verziehen wir uns in unsere Bude. Und machen die Schotten dicht. Wieso sind hier eigentlich überall Hühner?
Für was gibt es einen Stall? Und warum haben wir eigentlich nur noch so wenig von diesen EP-Büschen? Das weiß ich eigentlich auch nicht. Das war irgendwie auch schon mal mehr. Es wird doch niemand welche geklaut haben, oder? Moment, was ist denn das hier eigentlich? Das passiert mit Leuten aus Stadt Blau, die sich hierher verirren. Was? Okay. Jungs, was war da los? Das klingt verdächtig. So, wir können eigentlich gleich nochmal ein paar... Jetzt fällt mir gerade auf. Wir können hier noch ein paar Fackeln eigentlich mal verteilen. Damit hier die ganzen Viecher nicht dauernd spawnen. Aber... Oh, Blut auf dem Boden. Ich verblute hier schon wieder. Verdammt. So, okay. Ein Äpfelchen. Und dann können wir eigentlich auch irgendwann mal nachschauen. Denke ich mir irgendwie, glaube ich, schon seit ein paar Folgen. Wir können uns mal nach Lampen oder sowas umsehen. Ich hoffe, die gibt es hier irgendwie Modpack-mäßig. Nein, ich falle runter. Okay, Junglewood. Ah, und was mir noch aufgefallen ist, stimmt, da unten war also ein Junglewood-Block gefehlt. Warte, da tue ich jetzt hier auch noch gleich noch ein paar Fackeln hin, damit hier keine Viecher spawnen. Sonst hat die ganze Mauer hier wenig Sinn. So, okay, wo hat es gefehlt? Da. So, sehr schön. Rip, rip und plopp. Moment. Ah, nee, ich habe noch normalen Stone, weil dann kann ich mir gleich nochmal ein paar Stone Slabs herstellen. So, Stone Slab, Stone Slab. Oh, und ich höre schon die ersten Zombies. Das wundert mich schon wieder, warum die hier irgendwie reinkommen. Und warum habe ich eigentlich diese Tin Ore Berries dabei? Und wo ist der jetzt gespawnt? Wie kann denn der spawnen? Der ist ja wirklich... Oh, warte. Verdammt. Ah, der Psycho. Jupp. Sofort. Das wäre vielleicht schlimm. Das ist echt keine schlechte Idee, sich mal kurz ins Bett zu schmeißen. So. Liege. Hoffe ich mal, dass der sich auch gleich ins Bett hauen kann. Okay, passt. Sehr gut. Was wollte ich jetzt? Ah, genau. Nein, da schwirren so viele Eier um mich rum. Wie werde ich die jetzt am schlechtesten los? Am besten nach unten nehmen, wo da müssten ja noch freie Plätze sein. So, kann ich jetzt auch gleich mal die ganzen Steine hin tun. So, und da sind die ganzen Eier. So, gut passt. Wo ist jetzt vor dieses Zombie gespawnt? Ist es hier unter dem Baum gespawnt? Moment, da haue ich jetzt einfach vier solche Fackeln hin. Damit es auf jeden Fall nicht mehr passiert. Dann gehen wir wieder rauf und basteln ein bisschen weiter. Hey, Huhn, was machst du da? Hör auf, da rauszubaggen. Plopp, plopp. Okay, und da müssen wir irgendwas echt auch für die Treppe machen. Ich glaube, die mache ich auch aus... Okay, nein. Obwohl, doch. Damit es einheitlich ausschaut mit den Treppen. Okay, fuck, was habe ich gemacht? Das war jetzt irgendwie Bullshit. Das war gerade richtig Bullshit, was ich hier gemacht habe. Moment. Wie mache ich denn das? So vielleicht. Oh. Können wir ein bisschen hier die Decke erweitern. Oh, stimmt, da ist ja das Teil, wo ich mal aufgebaut habe. Das stopfe ich gerade nochmal zu. So, okay, da müssen wir... Moment. Das mache ich jetzt anders. So machen wir das und so. Okay, so passt's. Ist zwar jetzt nicht ganz ideal gelöst, aber man kann das auf jeden Fall so lassen. So, noch die letzten Reste von der Decke hier wegreißen. Oh, und stimmt, ich habe mir das letzte Mal noch Glas, glaube ich, gebrannt. Das wollte ich ja für den Boden hier noch nehmen. Da schaue ich jetzt gleich nochmal runter. Gleich, wenn ich das hier fertig gemacht habe. Obwohl, ich mache das jetzt erstmal hier mit den Stone Slabs fertig.
So, passt. Dann da noch zwei. Gut. Von der Decke her. Ja, können wir eigentlich... Ja, okay, das da hinten machen wir noch weg. Das schaut ja doof aus. Und das da auch noch. Diese vier Dinger. Okay, so kann man das erstmal lassen. Ja, die Decke könnten wir auf jeden Fall... Ich weiß nicht, den Teil von der Decke könnte ich auch noch irgendwann mal wegmachen, aber das lasse ich jetzt erstmal so. Ich hole mir jetzt erstmal das Glas, weil da habe ich mir was ganz Besonderes... Jemand hat mein Glas geklaut! Jemand hat mein Glas geklaut. Das ist unverzeihlich. Das ist wirklich unverzeihlich. Wo ist mein Glas? Wer hat mein Glas geklaut? Okay, vielleicht ist hier irgendwo noch was. Oh, da ist auf jeden Fall noch Eier. Natürlich Eier. Oh, wo habe ich eigentlich die Emeralds her? Das noch ein bisschen Sand. Das können wir mitnehmen. Oh, da ist ja noch mehr als genug Sand. Okay, passt. Da ist ein Glasblock, aber mit dem können wir jetzt eher weniger anfangen. Das ist die Kiste von Atlas gewesen. So, ja, okay, dann müssen wir uns halt jetzt nochmal ein bisschen Glas brennen. Hilft ja nichts. Zack. Zack. Dann könnten wir uns jetzt gerade mal nach einer Lampe umschauen. Lampe. Okay. Arcane Lamp. What the? Lamp of Growth. Hm. Wie macht man die? Redstone Lamp. Okay, ja, das. Eine normale, das ist halt eine Fancy Lamp, das ist halt so eine Tischlampe, oder? Ich hätte gern so eine Arcane Lamp, aber ich weiß nicht, wie man die herstellen kann. Mist. Das kann ich ja dann einfach bis zur nächsten Folge mal googeln. Und bis dahin bauen wir einfach weiter. Oh, Schmarrn. Ach, verdammt, nicht schon wieder Eier. Ich tut's auch nicht. Wie viel haben wir denn? 6 Glas. Oh, und dann kann ich nochmal gucken, ob es irgendwelche Windows gibt. Noch andere. Für da oben. Okay, nee, gibt's nicht. Ja, dann machen wir das einfach da oben genauso wie bei den anderen Fenstern. Mit dem Jungle Wood. Jetzt muss ich gerade mal orientieren. Ja, so. Nein! Oh! Das war jetzt nicht sehr professionell. Nein, wirklich nicht. Ganz und gar nicht sogar. So. Das muss ich irgendwie von weiter oben machen. Halt, das war eins zu viel. Da komme ich nicht weiter. Das können wir auch noch wegmachen. So. Da kommt jetzt das hin. Und da kommt das gleiche. Moment, ist das auf der gleichen Höhe? Ja, passt. Muss ich mir jetzt gleich nochmal von unten anschauen. Da muss ich schauen, was ich für ein Geländer nehme. Nicht, dass man da runterfallen kann. Was haben wir denn da drüben genommen? Da haben wir diese Mozzie Stone Teile genommen, glaube ich. Diese Zäune. Da drüben haben wir... Ah, okay, da haben wir das da von oben runtergelassen. Ich glaube, da nehme ich lieber die Variante. Obwohl, bei so einem magischen Räumchen, da könnte ich eigentlich... Ja, da wirklich zu diesem Mozzie Cobblestone greifen. Oh, da ist noch Glas. Da wären auf jeden Fall Fences. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht entscheiden. Mal, ich gucke jetzt einfach mal, ob wir noch irgendwo diese Fences haben. Meine Gott, genau. Mein Gott, was schwirrt denn da schon wieder um mich rum? Da sind noch ein paar Torches, die nehmen wir noch mit. Wir könnten natürlich auch die Iron Bars hinhängen. Das können wir ausprobieren. Mal sehen, wie das ausschaut.
Bin ich jetzt mal gespannt. Und unten können wir bei den Truhen noch gucken. Und jetzt können wir uns gleich nochmal nur kurz einen Apfel. Da sind nochmal Fences. Sonst, ich glaube, von diesen Mozzie-Teilen haben wir gar nichts mehr. Da probieren wir jetzt einfach mal die Gitterstäbe aus. Möglichst ohne irgendwelche Eier einzusammeln von den doofen Hühnern da. So. Ach, Moment, das hatte ich ja auch noch für unten gebraucht. Was nehme ich denn da? Könnte schlecht ausschauen, verdammt, aber das ist nicht hoch genug. Hä? War der Kirschbaum auch schon die ganze Zeit da? Oder ist der gerade aufgeploppt? Ich weiß es nicht. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Mist. So. Okay, was nehmen wir da jetzt? Okay, dann hauen wir jetzt einfach noch das hin. Und dann die Fences. Oh, fuck. Stimmt, das sind ja so halbe Steine. Da müssten wir jetzt noch ein paar mehr herstellen. Das mache ich jetzt einfach noch kurz. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, dass hier auch diese Crafting Stations rumstehen. Beziehungsweise diese Extended müssen ja auch da stehen. Genau da können wir uns dann auch diese Extended Armor herstellen. Haben wir noch Stone? Ja, da. Hey, nicht das. Stone Slabs. Und es geht natürlich nicht auf. Warum sollte es auch aufgehen? So. Okay, das gibt dem Ganzen einen eher unheimlicheren Touch, muss ich sagen. Aber irgendwie finde ich es auch passend. So, und ich habe ja noch das Glas dabei. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich das mir... Nein, nicht so gedacht habe. Verdammt, so eigentlich auch nicht. Verdammt, das ist ja mit den Half-Slabs, ist das so Mist. Egal, dann mache ich es halt so. Dass man da sozusagen da runterschauen kann von da oben. Und andersrum natürlich, dass man raufschauen kann. Verdammt, wir haben nicht genug Glas. Okay, holen wir nochmal ein bisschen mehr. Wir müssen ja unten noch was haben. Ah, und Eier. Verdammt, ich will nicht... Also, in der nächsten Folge muss ich mich echt mal um die doofen Hühner kümmern, weil das ist ja bescheuert. So, das müsste reichen. Ich kann es direkt hören, wie sie Eier legen. Wahnsinn. Hyperaktive Hühner. Plopp. Und so. Genau, so würde ich das eigentlich machen. Beziehungsweise so würde ich es lassen. Und dann könnten wir... Oh, wir müssen noch ausleuchten. Ausräuchern, hätte ich schon fast gesagt. So. Gut, passt. Dann brauchen wir jetzt nur noch Bücherregale. Gut, dass ich wieder vergessen habe, wie das heißt. Wie die Teile gehen. Braucht man da normalen... da. Bookshelves. Nee, da braucht... Ah, da, genau, da braucht man das... Das Holz. Also irgendeins. Nicht das normale. Wie viele Bücher haben wir denn da? Okay, das müsste reichen. Dann hauen wir jetzt mal die Hälfte rein. Dann nehmen wir halt dieses Jungle Wood. Ja, obwohl, es könnte knapp werden. Ah, das ist mehr als knapp. Da brauchen wir mehr Holz. Zack, zack, zack. Dann stellen wir einfach noch ein bisschen mehr her. Gut, dass wir vorhin noch ein paar Bäumchen mehr gefällt haben. Was mache ich da gerade? So, zack, zack. Und nochmal ein Bücherchenregal. Und es geht sogar auf, zumindest von den Büchern. 11 Stück, ja, das ist okay. Sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Oh, fuck. Ach, ich vergaß. Dann können wir das eigentlich auch eins weiter nach oben stellen. Wenn das so halb im Boden versunken ist, dann schaut das auch doof aus. So. Da, Enchanting Table. Rauf mit dir. Dann machen wir da einfach so ein... So ein kleines Podium drumherum. Ja,
gefällt mir eigentlich ganz gut bis jetzt so. Brauchen halt noch ein paar mehr Bücherregale, aber wird schon. So, jetzt können wir gleich mal aus... Moment, kann man das Tinkers-Zeug kann man nicht enchanten, okay. Man, da das auch noch natürlich nicht. Moment. Hä? Jetzt hat... Ah, okay, jetzt habe ich schon gedacht, es funktioniert nicht. Ja, wunderbar. Sehr schön, wir haben unseren Enchanting-Table. Unseren Enchanting-Raum auch. Und ja, perfekt eigentlich, weil die Folge, sehe ich gerade, ist auch schon wieder zu Ende. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Ciao, ciao.